Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind immer noch bei KTM in Graz. Im ersten Teil hat der Michael uns ja schon mal diese ganze Firmenphilosophie erklärt. Und jetzt übernimmt mein Namensvetter Philipp und du zeigst uns einmal die Produktion so ein bisschen. Genau so ist es. So, ich glaube, das wird sogar der Teil, der für uns noch viel spannender wird, weil Marius hat auch schon so ein paar Sachen erspäht, die unser Tunerherz einfach höher schlagen lässt. Ganz klar. Weil es ist schon so ein bisschen so, dass wir zwar hier eine Großserientechnik haben, aber man halt schon viele kleine Rennsportdetails so am Ende sieht. Ne? Genau. Erstmal unfassbares Gefühl, wenn man hier reinkommt und diesen Berg an Monocoques sieht. Ja, so ist es. Also da sind Teils von R-Modell, die Monocoques, die sind die ohne den Rahmen, also den Überrollkäfig. Und dahinter sind eben die mit dem Überrollkäfig. Da hätten wir jetzt einmal eins von einem R-GT oder GT4 Modell. Ich finde ja alleine dieses Finish so geil. Das ist irgendwie, weiß nicht, das ist weder matt noch glänzend. Irgendwie sieht das geil aus. Ja, das wäre auch mal ein Whirlpool eigentlich, ne? Vorne, hinten zumachen, Wasser. Erstmal so den 60er Kronenbohrer ansetzen für die Düsen und los geht's. Okay, das heißt, das ist wirklich Schritt Nummer 1. Die Dinger kommen wirklich so an, ohne Ausbräuche. Genau, so kommen sie zu uns und werden dann an der Produktionslinie auf der Basis wird dann aufgebaut. Geben wir hoch, Marius, ob wir das so hochheben können hier. Ich nehme es sehr stark an. Schwerer als ich dachte. Schwerer als ich dachte? Ja. Weil da müssen wir nochmal eine Mäse einschätzen können, müssen wir nochmal einmal drehen. Aber ja, ich wollte gerade sagen, tauscht es nochmal, weil hinten ist es. Vorne? Leicht schwerer. Ah, oh, musst du was machen, ey. Vorne machen wir leicht. Weil sonst können wir die Ameisen nicht weg tun. Ja, okay, vorne. Ja. Kurz überlegen. So, wo liegt eure Schätzung jetzt? Irgendwas bei 100. Nee, also ich sage leichter. Ich sage nach wie vor. Also mehr als 80. Nee. Du überlegst wahrscheinlich die Nachkommastelle, überlegst du. Ich hätte jetzt so 85 gesagt. Echt? Ja. Du sagst eher 100. Was wiegst du, Joni? Komm mal her. Sag mal so, 100 Kilo hebt ihr nicht ab. Aber ich hebe niemals. Deswegen, also ich hätte tendenziell. Ja, aber wir haben ja 50. 70 also. Bis 80. Ja, jeder die Hälfte. Aber weißt du, eine Autobatterie mit 20 Kilo, nehme ich immer so als Vergleich, die hebst du ja schon auch schon ganz schön schwer hoch. Also sagen wir 86. Oder so. 65. 65. Oh. 65. Ich fand es auch nicht so schwer. Ich dachte schon, ich bin gut im Schuss heute. Genau. Und das mit dem Überrollkäfig, das haben wir dann bei 147 Kilogramm. Boah, doch so, ja, doch so viel. Ja, das ist schon ein etwas größerer. Wenn man mit Käfig, finde ich, sieht das Ding sofort so aus, als wenn man so einen Geländewagen rausbaut irgendwie, ne? Als genau, wenn das der neue Carbon-Geländewagen wird. Okay, jetzt ist nämlich der große Unterschied, das haben wir auch, glaube ich, im ersten Teil schon besprochen. Maxi, du musst ja mal rumgehen, von hinten filmen. Da war es laut Reglement so, dass man für diese GT-Klasse, da reicht nicht Carbon-Monocoque, sondern man braucht diesen kompletten Käfig. Und deswegen ist hier, wenn du gegenüber guckst, in dem eigentlichen Carbon-Monocoque noch der komplette Vier-Käfig integriert. Was sagtest du, 147? 147, genau. Gegenüber? 65. Das würde bedeuten, der Käfig müsste 60 Kilo wiegen, theoretisch. Genau. Nee, 80 Kilo. 80 Kilo. Ja, 80 Kilo. Okay, weil dann ja. Ist das doch schon ganz schön. Ja. Okay. Genau, er geht ja im Endeffekt auch ganz um und um. Ja, ja. Komplett überall einmal durch. Genau so ist es, das darf man halt damals vernachlässigen. Sonst aber also das ist jetzt hier richtig ein GTX Chassis. Genau, so ist es. Sonst ist es aber ziemlich gleich, ne? Wenn ich die beiden jetzt so angucke. So ist es, vom Prinzip her sind sie gleich. Das gravierendste Unterschied ist wirklich der Rahmen. Und sonst ein Bohrmuster ist minimal anders natürlich, weil mehr Teile angeschraubt werden. Weil selbst hier sieht man eigentlich noch die gleiche Form ursprünglich mal war, ne? Genau so ist es, ja. Wird beim GTX natürlich nicht mehr gebraucht, der wird nur für R und GT. Eine Sache will ich mir auf jeden Fall mal angucken, wo hier hinten der Rahmen rangeschraubt wird. Hier. Das sind ja wirklich nur so kleine Schrauben, ne? Genau. Krass. Ich meine, das Ganze ist schon echt immer dick. Hier, da ist der Rahmen da. Komplett. Das ist schon krass. Ja. So, und hier drunter sitzt der Tank. Kann man von hinten auch gut sehen, wie die ganzen, hier sogar so Platten eingesetzt sind für die ganzen Gewinde. Ja, das ist schon Rennsport für die Straße, ne? Ja. Ja, das wird auch bei diesen Autos definitiv immer unterschätzt, dass man halt wirklich ein komplettes Carbon-Monocoque hat. Ne? Das gibt es halt sonst eigentlich gar nicht. Das ist ja sonst eher immer so diese Hypercar-Klasse. Mhm. Und ich finde auch nach wie vor, dass es einem, wenn man selber drin sitzt und richtig fest vergurtet ist, schon irgendwie ein sicheres Gefühl gibt. Ja, das definitiv. Und das ist halt schon. Das ist schon richtig viel. Ja. Ja, geil. So, okay. Sehr gut, ja. Also hier war schon mal ein paar Monocoques stehen. Genau. Ich habe eine sympathische Kundenbestellung gesehen. Wenn möglich ohne Cut. Das finde ich gut.
Ja. Wenn möglich ohne Cut. Ohne Box für Zusatzgewicht? Was heißt das? Also kann ich dir, habe ich das? Seitlich gibt es eine Box für Zusatzgewicht und man kann optional natürlich sagen, brauche ich nicht dabei. Ich glaube, das war bei euch auf dem, ich weiß nicht, ob Red Bull Ring oder Salzburg Ring, irgendwo gab es ja diesen Expo Battle Cup, wo wirklich die Autos gestellt wurden und jeder ist zum Expo gefahren und da hat man, glaube ich, mit Zusatzgewicht gearbeitet. Genau, oder? So ist also es. Also wie beim Kart, dass die gleichen. Ja, genau, kannst du richtig. So ist es, genau. Ja, kann man richtig reinschmeißen. Ja, so, hier mal schon mal sympathischerweise ein paar Motoren nehmen. So ist es, ja. Da haben wir die Motoren, genau. Das war das Ur. Monocoque wahrscheinlich für irgendwelche Crash-Tests, ne? Weil diese Streifen an der Seite sind so ja immer... So ist es, genau. Das war, also sie hat man gesehen, vor allem im GTX-Modell, ja, sind ja eh die gleichen Streifen, genau. Das haben wir da, das war fürs R- und GT-Modell, also prinzipiell am Anfang fürs R-Modell, weil das hat es ja nur am Anfang gegeben. Und damit sind die Crash-Tests gemacht worden, genau. So, hab da ein paar Motoren liegen. Ja. Die kommen so 1:1 von VW Audi. Genau, so kommen sie zu uns und der Rest wird dann von uns... Können wir nachher den drüben bei der Station anschauen. Ja. Ah, das heißt, Turbolader und sowas baut ihr alles selber an. Es ist nicht so, dass die Motoren komplett zusammenkommen, sondern wirklich nur der reine Rumpfmotor. So ist es, genau. Cool, krass. Schon ein Unterschied, ne? Paradies. Also die streng geheimen Sachen drin. Das sind die ganzen Carbon-Teile, werden da im Einklager. Da ist jetzt zum Beispiel sind da die Radabdeckungen drinnen. Krass. Auch eine witzige Idee, so, ne? Geht ihr mal weiter, ich guck mal durch. Okay, hier, das ist mein Tank. Okay, verstehe. Das ist immer richtig mit den Matten drin und so, ne? Ich überlege jetzt gerade, wie der bei dem Fahrzeug eigentlich sitzt. Das ist aber der Motor von GTX. Ist von der Win0 GTX. Ah, okay, verstehe. Also genau, das ist nicht der 70-Liter-Tank oder 40-Liter-Tank vom R-Modell. Das ist jetzt der von GTX. Ja, aber krass, der ist nur so... Ja, ja, das ist wie so ein Sack mit dem Schaum und so. Aber ich überlege gerade, der sitzt dann so hinten drin? Genau. Der ist größer, ne? Mhm. Bei dem normalen Modell wäre ja gar nicht der Platz, weil da würde ja hier schon der Motor wahrscheinlich sitzen. Genau, das würde sich gar nicht ausgehen, genau. Okay, verstehe. Aber witzig, ne? Vorhin wiegt halt auch nichts. Passt er bei dir dran? Ja, als Diffusor gleich. Nee, weil den könntest du genau bei dir hinten so reinlegen. Ja, komm, wir gehen weiter. OZ, sind die extra dann für das Auto gemacht oder ist das eigentlich eine Standardfelge? Genau, der GT4 hat schon OZ-Felgen, GTX, GT2 bleibt weiterhin eben mit 5-Loch Zentralverschluss. Da brauchen wir auf jeden Fall, wenn du weißt, wo die zufälligerweise liegt, so eine Narbe mal mit Zentralverschluss. Die wollte ich schon nochmal vom X-Bone anschauen. Können wir sonst... ganz am Ende. Ah, guck mal hier, das sieht doch sympathisch aus hier. Das ist, so ungefähr sieht das aus, wenn wir zum Viertelmeile rennen. Ja, genau. Weil das sind ja wirklich... Ja, habt ihr ein paar Getriebe da, ne? Ja. Das sind jetzt aber die für das alte Modell, also genau. Für den Vierzylinder. So ist es, ja. Ganz normale Schaltgetriebe. Genau. Aber die sind ja nicht, die kommen ja nicht so von Audi, VW. Weil die sind ja schon ein bisschen anders. Oder sind die komplett identisch? Meines Wissens sind sie identisch. Ich meine, die haben auf jeden Fall eine Drechslersperre drin, das weiß ich. Also da ist auf jeden Fall eine Sperre drin, bin ich mir ziemlich sicher. Die Drechslersperre, genau, ja, die Drechslersperre, genau. Die kommt hinzu, genau so ist es, ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da irgendwie einen Zwischenschritt gibt, wo das mit der Sperre zusammengebaut wird. Weil das denke ich eigentlich schon. Außer, die haben tatsächlich keine Sperre drin und die Drechslersperre ist optional. Das ist jetzt eben die Frage, das kann ich jetzt gar nicht hundertprozentig sagen. Aber wir können ja mal klären, weil ja, das würde nämlich gerade, also wenn ich hier nämlich so dran drehe, dann ist es nämlich gefühlt, dass keine drin ist. Dann wüsste ich nämlich das nächste Upgrade bei mir. Ich finde nur krass dafür, dass ihr so wenig Autos, sage ich mal vorsichtig, baut, wie groß doch das Lager ist oder wie reichhaltig. Ne? Ja, und ich muss ehrlich sagen, unser Lager ist eigentlich schon viel zu klein auch noch. Okay, weil hier liegt ja schon für ein Jahr fast Material. Ja, oder? So ist es, ja? So ist es, ja. Ja, ja, und das ist ja sogar ein bisschen, also guck mal hier, bis dahin durch sich nur getrieben. Ja. Also die mussten schauen wir mal weg hier. Krass. Okay. Ist natürlich wahrscheinlich auch Getriebe so ein Teil, weil ich kann ja theoretisch bei euch auch ein Getriebe kaufen. Genau. So wenn es kaputt ist, dass man dann sagt, hier, jetzt machen wir... Nochmal ein Freshes rein, ne? Mario ist auch geil, guckt immer unter jede Plane einmal runter. Das ist schlechte Angewohnheit, ne? Das ist die was wurde gesagt, wir dürfen mal gucken. Die Windschutzscheibe. Genau, das ist die Windschutzscheibe, so ist es, ja. Genau, da wäre dann die Kleinteil als Assemblierung auf der linken Seite. Das ist jetzt nämlich die große Frage, wie funktioniert das bei euch mit dem ganzen Auto? Das heißt, am Ende wird ja alles ganz hinten, wo wir am Ende sind, in der Linie zusammengebaut. Genau, hinten haben wir die Linie mit 10 Stationen und hier werden bei der Vormontage werden die Kleinteile
Kleinteile in Anführungszeichen. Die Front zum Beispiel von GTX wird da zusammengebaut, das Lenkrad, Achskinematiken. Das heißt wirklich die Einzelteile. Genau, wir werden schon hier noch zusammengebaut. Das ist Heckrahmen genau. Von GTX oder vom normalen? Das ist vom GTX-Heckrahmen, genau. Ah, und hier sieht man nämlich auch krass jetzt den Platz zwischen, weil der Motor wird ja hier hinter sitzen. So ist es, ja. Und das Monocoque ist ja hier eigentlich schon zu Ende und da siehst du halt diese 40 cm, wie die länger ist. Hat der eine Hebeanlage? Die gibt es, die stehen immer wahrscheinlich ja, schon, ja. Ne? Ist mit krass. Hebesystem, genau. Immer, hat er serienmäßig, ja. Ne? Geil. Kannst du an der Tanke nochmal schnell... Ich hätte jetzt den ganzen Rahmen in Golf geschweißt. Da liegen deine Zentralverschlüsse. Geht mal einmal da hoch. Wir müssen einmal gucken, wo das Ding gibt. Weil das ist ja definitiv Alu. Das ist halt schon massiv. Ich höre auf, ne? Mein Schätzen. Das ist schon massiv. Ja, aber, nee, aber gefühlt ist das fast genauso schwer wie das Monocoque. Ja. Also das wären auch 50 Kilo oder so sind das denn? So um den Dreh hätte das aber gut, ist auch genau. Krass, hier ist ein bisschen gefräst, dann wieder... Ja, oh, das sind schon krasse Teile. Mhm. Okay, hier wird wahrscheinlich das ganze Kleinzeug. Genau, so ist es. Also das heißt, bis auf Schrauben lagerst du noch weiter hinten, aber sonst der Rest wird eigentlich da gelagert. Das heißt, selber fertigen macht ihr aber gar nicht, sondern ihr montiert quasi. Genau, wir assemblieren das komplette Fahrzeug. Und habt wahrscheinlich einige Teile schon extra bauen lassen für den Crossbow halt. Genau. Ist das die Heizung? Oder ist das ein PC-Lüfter, nicht? Oder ist das jetzt... Genau, das ist die Heizung. Ja, ja, stimmt, so ist das ist diese typische Elektroheizung. Mhm. Ah, guck, jetzt sehe ich auch sogar. Die sitzt in dem Mitteltunnel drin, wo die Schaltung ist. Genau, die blaust vom Mitteltunnel zu den Füßen. Und ich bin sogar der Meinung, selbst meiner hat an der Stelle schon die Öffnung. Also du könntest das, glaube ich, sogar nachrüsten oder einmal. Witzig, ne? Aber das heißt, da ist eine Heizspirale dann nur drin? Genau. Hinter sich. Mhm. Ist natürlich auch ein männliches Kabel für dir. Also da wird schon gut Strom durchgehen. Ich glaube, wir müssen doch einmal so einen Gang hier runterlaufen. Das ist schon spannend. Wir können das ganze Lager durchgehen. Sollte einmal gucken, was man hier doch so sieht. Da kann man die AP-Bremsen, von der du vorhin gesprochen hast. Ja. Okay, das heißt aber die. Okay, krass. Das heißt, ihr baut die Scheiben aber schon noch selber richtig zusammen mit Genau, so ist es, ja. So ist es. Ich hätte jetzt gedacht, die kommen wirklich komplett fertig einfach. Aber hier sieht man halt, das ist halt so ein richtiger Rennsport-Reibring, ne? Also, das hat dann schon wirklich nichts mehr mit Straßen so zu tun. Die sind dann auch so richtig schwimmend gelagert, ne? Mhm, genau. Ja, von 355 mm. Das ist erst am Anfang vom Regal. Ah, okay, jetzt kommt vorne hier. So ist es, ja. Hier vorne. Hier ist aber mal ein offener Karton. 384. Wahnsinn. Das ist halt dann auch schon echt eine richtige Bremse, ne? Wenn ich mir das so überlege, 384 für ein Rennauto? Ja. Hier, Montage. Krass. Das wären Spurschankköpfe, ne? Ja, aber alles. Spurschank hier, Koppelstange, aber alles Uniball. So. Voll Uniball, ne? Geil. Feinste Ware jetzt. Ah, jetzt hier haben wir nämlich die Töpfe dann passend dazu. Genau. Ja. Ich soll noch einen anschauen. Ja. Krass. Sieht schon geil aus. Hier vor allem so richtig schön freigefräst und so auch, ne? Also nicht einfach nur so ein. So, ne? Die sieht schon richtig gut aus. Sieht schon krass aus, ne? Okay. Weißt du Bescheid, was Phase ist, ne? Jo. Ja, okay, das ist. Das ist alles freigefräst, was geht. Ohne Staubmanschetten. Aber der ist Guss, ne? Der wird oder gedacht, wie ist. Ne, Guss, das ist Guss. Guss und dann einmal nachgefräst. Aber wie, der dichtet dann da drin über Ringe irgendwie was? Ja, das ist ganz normal. Normalerweise, also du hast ganz normal hier innen liegend einen O-Ring, wo der halt drin steckt, der Kolben. Nee, ich kenne nur diese fette Staubmanschette noch. Genau, hier. Staubmanschette, wie der Name schon sagt. Okay. Aber das ist ja immer das, was an einem Bremssattel auf der Rennstrecke brimmt. Mhm. Weil das natürlich Gummi am Bremssattel lag, das fängt ein GMS an. Boah, aber das ist natürlich für die Dimension als Sechskolben-Sattel ist das schon witzig, ist auch die Anordnung der Kolben, weißt du, so immer größer werden. Was normal ist bei der Bremse, damit der Belag sich richtig anlegt, ne? Aber so krass größer werden, ne? Mhm. Mhm. Wir können uns dann die Kolben auch noch anschauen, plus die Dichtsätze. Die haben wir jetzt nämlich alles der Visionsteile noch zusätzlich bekommen. Das war jetzt ein vorderer, ne? Ja. Genau, das war der vordere, den hinteren hätten wir trotzdem zwei. Das reicht schon. Okay, sehr gut. Wobei, wir bräuchten zwei hintere für vorne. Ja, okay, da sind wir doch in unserer Liga hier wieder angekommen. Ja. Das hält aber schon, ne? Das ist wahrscheinlich normaler hinten. Genau. Ja, ist halt eine andere Welt, ne? Gegenüber das, was wir da gerade gesehen haben.
auch sympathisch, da von ein paar liegen und von den großen ja. Das ganze Regal voll. Aber das finde ich cool, dass man da bei euch direkt so verschiedene Belege und sowas halt auch alles bestellen kann und kaufen kann. Wie ist das so, Kabelbäume, die lasst ihr auch irgendwo fertigen, die macht ihr nicht selber? Genau, die lassen wir abfertigen, so ist das ja. Weil das sind ja definitiv alles Produkte, die man nur bei euch verbaut. Also das so ist das jetzt genau, das ist wirklich Einzelfertigung für uns. Nicht aus irgendeinem Auto, ne? Na, genau. Ja, Wilmaier guckt schon hier. Gefällt dir, ja. Könnte ich ein paar Tage verbringen, auf jeden Fall. Ist das ein Regenreifen oder was ist das? Genau, Regenreifen am Auto. Ja. Boah, nur krass bereit. Wahrscheinlich auch für ein GT4, ne? Ich glaube, das sind die für GT4, ja. Ja, weil ja. Die sind ja so in 300er. Ja, genau, das sind die GT4, genau. Ja, okay, da seid ihr natürlich lagermäßig wirklich am Ende so. Ja, ja. Also wir haben da hinten links war da noch die Fertigfahrzeughalle. Mhm. Ist zurzeit recht leer, nachdem wir nur auf Bestellung eben jetzt derzeit produzieren, wie der Michael eben schon gesagt hat. Das Heckrahmen vom R. Ist der Heckrahmen vom R anders als vom Normal? Weil der jetzt gerade Motorsportversion steht? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also das sind die ganz normalen Genau, der ist nämlich nochmal deutlich massiver gefühlt. Also das war noch so die erste Generation. Da wurde wahrscheinlich noch gedacht, hier, das muss alles... Genau. Also das ist der, wie ich bei mir drin habe. Schon krasser, dicker so alles, ne? Sind ja auch richtig Gussteile hier so. Mhm. Ah ja, aber guck, es sind echt, der wird wirklich nur mit diesen 16 M8 Schrauben an die Corsair geschraubt. Ans Monocoque. Bestimmt hat er geschickt. Bei Schwan. Ah, hier stehen wir doch. Die Dasa-Motoren. Juni hat schon einen eingepackt gerade. Das zwei natürlich wieder? Genau, das sind die 14. Ja, das sind die 14. Das sind die 14, ja. Das sind die 14, ja. Und wie kommt es, dass dann manche, die sind jetzt von euch schon wieder weiter vormontiert? Und genau, die sind schon vormontiert, die werden da jetzt gelagert. Und wenn sie dann für die Produktion braucht werden, werden sie nach vorne gebracht. Genau, und da sind jetzt unsere Vormontagestationen. Gefühlt gibt es nur Bremsanlagen geworden. Ja. Das ist Zentralverschluss. Genau. Ja, das ist dann mit Zentralverschluss, wo du einfach mit auf die Pins draufsteckst. Krass. Das ist schon heftig leicht, ne? Vor allem so einen Topf auch noch nie gesehen, der ist ja fast mit Hinterschneidung, so, ne? Mhm. Kommt ja fast der Reibring schon weiter raus. Genau, also da wird jetzt zum Beispiel, erste Station wird das Lenkrad. Hallo. Es hat sich bei uns gerade losvibriert beim letzten Track Day in Waschersleben. Okay. Also, jetzt muss man dazu sagen, nach 13 Jahren kann sich da schon mal so ein kleiner Schalter losvibrieren. Da ist von hinten so eine Mutter dagegen gezogen. Genau. Und die hat nur bei dem einen Knopf, kam auf einmal raus. Okay. Aber die Mutter liegt noch im Lenkrad. Ja, gut, dann geht's, ja. Aber witzig, dass ihr selbst das Lenkrad hier selber montiert noch. Das ist ein bisschen Aufwand. Glaube ich. Die Carbon-Teile kommen aber fertig, gefräst und so weiter. Genau. Aber dann kannst du uns ein bisschen was sagen? Da mit die Formen da. Ja, optisch unfassbar. Ah, okay, wir reden jetzt gerade von dem Lenkrad. Genau, die alten Lenkräder aber auch komplett? Werden auch, aber das wird vorne zusammengebaut. Das ist jetzt wirklich GTX. Guck mal, das ist ein neues Geräusch. Ja, das ist schon optisch ein Wahnsinn. Ne? Das sehe ich im Golf hier. Also wenn ich sie in der Hand drücke, wirst du für allen so nicht schwer, krass. Ne? Ja, aber wie präzise ist auch. So mit der Nadel und so finde ich es jetzt eher so leicht, vor allem mit Display drin rein. Mhm. Das ist schon nicht schlecht, ne? Steht wahrscheinlich alleine schon den Wert eines Autos da. Kann man das einzeln bei euch kaufen, nachkaufen theoretisch? Ja, wahrscheinlich, ne? Könnte man schon, ja. Aber wahrscheinlich 3.000 Euro, 5.000 Euro? Ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber wir werden wahrscheinlich zwischen, ja, bei die 4.000 bis 5.000 werden wir liegen, ja. Ja, okay, bis du das natürlich alles zusammen und verkabelt hast, sind so wahrscheinlich... Das ist ja, glaube ich, Produktionszeit von einem Arbeitstag aus. Ja. Ja. Und ich bin billig, ja. Teile sind teuer aktuell. Genau, das heißt, das ist jetzt zum Beispiel dann die Front, die werden auch dort zusammengebaut. Das hier ist irgendwie so ein Notaus mit Sprengung oder was? Feuerlöschsystem. Ah, das ist das Feuerlöschsystem. Das Feuerlöschsystem ist? Feuerlöschsystem. Achso, da ist das Feuerlöschsystem drauf. Krass, okay. Vollsperrung und Feuerlöscher. Ja, ja. Wahnsinn, dass da so viel Licht rauskommt. Volle LED. Hier, Marius, das ist dann für uns eher die Version vom Lenkrad. Die Basisversion. Mit Fiona an Treckerschrauben, das Ding. Aber das wiegt dann wieder gar nichts mehr, ne? Ist das Lenkrad theoretisch wasserdicht? Also sind die Lenkräder alle wasserdicht? Auch die alten auch nicht? Weil ich habe immer Angst, das im Regen dran zu lassen. So.
Wasserdicht nicht. So, jetzt kommen deine. Die Zentralverschluss. Ja, ja, das ist alles. Von hier, pass auf. Das dürfen wir gar nicht zeigen hier, weil dann fährt jeder mit Zentralverschluss rum. Das ist ja direkt mit Audi-Radlager zum Anschrauben mit Radlager. Mhm. In der Tuning-Szene ist es ganz viele so, die machen sich so ein Alibi-Zentralverschluss drauf. Mhm. Das heißt, sie machen einfach nur eine Distanzscheibe, die dann quasi den Aufsatz für Zentralverschluss hat. Okay, so, okay. Das hier wäre natürlich die Profi-Version, so direkt, ist es, ja. Direkt mit dem richtigen Radlager dran, weil das ist die Aufnahme, die wir sonst auch als Radlager haben. Genau, so ist es, ja. Ja, Mario, das noch können wir, ne? Ja. Das ist ja auch geil. Ja, das ist Wahnsinn, wie das... Das ist halt Rennsport, ne? Jetzt weißt du aber auch, wie das klappt, dass die in der Formel 1 so schnell die... Ja. Und selbst wenn du die aber abnimmst, ist sie ja noch nicht gleich lose, sondern selbst dann klackt das so. Ne? Unterhalb des Gewindes ist halt auch ein spezielles. Ne? Der Mann, der dieses Patent erfunden hat, der liegt in der Sonne. Genau. Ja, genau. Was noch können wir? Ja, optisch einfach unfassbar. Ne? Schön. So, und das sind halt auch nur die hinteren Scheiben. Das ist halt das Krasse. Also man unterschätzt halt bei den Autos wirklich immer, wie viel Technik da eigentlich so drinsteckt. Jo, also wie viel moderne, teure, gute Technik jetzt in diesen Autos drin ist. Das sieht auch irgendwie nach Werkzeug für Zentralverschluss auf jeden Fall aus. Wahrscheinlich zur Vormontage. Genau, genau, das ist für... Ach, hier müssen wir einmal rüber. Einmal durchschlängeln. Das jetzt. Marius, wir wollten noch eine Achse für dich bauen. Das sieht nach vorderem Radträger aus. Genau, das ist der vordere, so ist es ja. Genau, weil keine Antriebswelle durch. Ist der jetzt auch, klar, der ist natürlich anders. Das ist jetzt tatsächlich krass vorne und hinten aus dem Vollen gefräst. Genau, so ist es ja. War das ist das bei meinem Modell auch schon so oder war das damals noch ein Gussteil? Damals war es noch ein Gussteil. Ich meine auch, es war ein Gussteil. Genau, ne? Genau. Damals war es noch Gussteil, jetzt haben wir es. Und halt auch gefällt. Direkt so alles gebaut, dass man Bremssattel direkt anschrauben kann, so ohne Halter, ohne alles. Ne? Mhm. Wie geil die Gewinde und so. Ja, das ist krass. Aber hier merkt man, an dem Teil merkt man dann doch, wie, dass es halt Rennsport ist, wie massiv die ausgelegt sind. Ja. Weißt du, weil das ist ja schon richtig. Weißt du, das ist ja schon. Ja. Man natürlich das minimalste Gewicht geht, was geht. Darum haben wir die Taschen ausgefräst, aber es muss halt trotzdem noch. Sehr massiv bleiben. Weil 300 das Slicks, weißt du, die ziehen da schon ganz gut an der Hinterachse, ne? Mhm. Ja, ist schon krass gemacht. Ja, ja. Wahnsinn. Na gut, dann ist halt logisch, wie sich der Preis von so einem Auto zusammensetzt. Ne? Ja. Ja, ja. Das sieht aus wie, ist das hier vom Verdeck zum Aufstellen? Genau, so ist es für den, ja, Anführungszeichen, Motorhaube. Für die Hebeanlage. Und da hast du hier, genau, für Hebeanlage zum Anstellen. Ja. Und los geht's. Weil das sieht ja schon so ein bisschen fast nach einer Fertigungslinie hier aus, ne? Genau, so ist es. Da ist das Lenkrad für dein Modell zusammengebaut und geprüft worden. So was wie Knöpfe oder so? Ach, hier, guck. Naja. Schaltknöpfe. Start, stopp. Ist das der Türöffner? Das ist der Türöffner, genau. Sogar der ist ja gefräst. Ne? So ist es, der ist auch aus dem Vollen gefräst. Und eben leicht zum Drücken der elektrische Öffner. Ah, okay. Dadurch der Taster drinnen, ja. Und sonst eben zum ganz Durchziehen, dann kann man es mechanisch noch öffnen. Über einen Seilzug. Das heißt, elektrisch, wenn ich da einfach leicht ziehe, geht das ganze Verdeck auf? Leicht drücken, damit der Taster ist und dann kann man es. Also manuell mit Muskelkraft aufheben. Verstehen. Genau. Aber also ich kann euch sonst nachher vorne beim GTX zeigen. Ja. Aber ich glaube, der Spannendste, das kommt jetzt erstmal. Ja, da kommen wir jetzt hin. Zur Produktionslinie dann. Da sieht man dann, so wie wir vorher eben geredet haben, mit dem Aufbocken, wegen dem Ölablassen, was du mich vorhin gefragt hast. So wird er dann aufgebockt und ist der Diffusor ist eigentlich jetzt schon ab. Was immer witzig ist, man denkt immer... Das haltet nicht. Genau. Hält dann aber doch. Haltet locker aus, ja. Aber wie kriegt ihr den zum Beispiel dann so hoch? Wie ist da eigentlich? Also schon Wagenheber. Wagenheber ist so, okay. Und dann darunter reinfahren. Ja, ja. Aber ich sehe, hier ist eh größere Baustelle. Ne? Der hat einmal. Ja. Da ist einmal. Der hat einen kleinen Einschlag hinter.
So, hier haben wir jetzt aber endlich mal 5-Zylinder. Genau so ist es, ja. Das heißt, der ist dann auch schon von euch vormontiert soweit? So bekommen wir angeliefert. Den kriegt er doch schon mit Turbolader und so. Genau, der Turbo ist drauf, so ist es, ja. Aber ja. Nein, das ist nicht der GT2, das ist der GTX, genau. Ja, also ein paar Sachen werden definitiv dran geändert. Ja. Genau, aber das kann ich echt noch nicht doch vorne sagen, da ist unsere Motorenstation. Ah, hier. Wie früher, wenn du von der ersten Motorshow noch mal ein paar Schrottgurte geholt hast. Okay, und dann geht's dann richtig los. Genau, auf der linken Seite ist dann für Motorenaufbau. Dann geht's auf die Station 1, wo das Fahrzeug bis da nach vorne zusammengebaut wird. Da ist es dann schon auf Rädern. Über die Räder wird es rüber zur Achsvermessung und Datenbespielung gebracht. Dann eben in dem Rollenprüfstand. Und am Schluss zur Endassemblierung. Rollenprüfstand heißt richtig auf Leistung oder nur so, um zu gucken, ob Bremse und so weiter alles geht? Ob Bremse und so weiter funktioniert. Leistung können wir da leider nicht messen. Okay. Ja, dann fangen wir an hier mit Motoren, würde ich sagen. An der Kupplung? Ja. Ja, kann ja sein, dass der weiß, wie weit du die Kupplung getreten hast. Wie so eine Art Poti. Der wird einfach sehen, Kupplung getreten, nicht getreten. Und da ist halt das Coole, diese Pedalerie kann man bei den Autos komplett vorne hinten verschieben. Ja, das ist dann hier schon die größere Version von der Heizung. Weil die sieht ja dann schon richtig. Das ist sogar mit Klimaanlage, ne? Gibt's die mit Klimaanlage? Genau, das ist mit Klima. So ist es, ja. Und hier ist Wasseranschluss. Ja, auf der Seite hier sind Klimaanschlüsse. Ja. Geil. Klima in so einem Auto. Das ist dann aber nur für die GTX? Oder genau, das ist jetzt GTX. Das ist GTX, okay. Das heißt, hier werden alle Motoren gebaut. Weil es gab jetzt ja den GTX und dann gibt es ja noch den GT2, der nochmal getuned ist wieder. Genau, aber der kommt als Fertiger schon zu uns. Der ist komplett fertig, genau, quasi, aber nur einmal, so wie der da dann gleich hängt. So ist es, so okay. Ist es, ja. Das heißt, da werden vereinzelt ein paar Teile dann getauscht, die halt für euer Auto einfach anders sind. So ist es. Das heißt, der GT2-Motor hat wie viel PS dann? Der hat 620. Ist dann aber auch schon. Das heißt, der ist aber komplett verändert, auch von innen rein und so wahrscheinlich. So ist es, ja, genau. Bei 620 Dauer für die Rennstrecke ist natürlich schon sportlich. So, hier geht's dann los. Ah, guck mal. Hier sehen wir doch gleich wieder altbekannte Betriebe, die wir schon mal gesehen haben. Kennen wir. Genau, dann kommt der Motor von da drüben. Hierher, das ist jetzt hier zum Beispiel gerade ein GT2. Ja, das sieht doch hier sympathisch aus. Hier ist dann schon ein bisschen mehr dran verändert, ne? Ja, also da ist wirklich einiges mehr verändert. Also. Guck mal hier, Marius. Das habe ich ja so auch noch nicht gesehen. Wir haben hier ein elektrisches Wastegate. Da diskutieren ganz viele in Deutschland drum, dass sie sowas mal anbauen wollen. Mhm. Hat aber bei uns noch nicht so, ich sag jetzt mal, den Markt entdeckt. Aber klar, im Rennsport ist es natürlich nochmal ganz was anderes. Und hier hat man natürlich auch den Platz, weil die Bauhöhe ist natürlich brutal lang. Vorteil von diesem elektrischen Wastegate ist aber, das könnt ihr komplett nach frei Belieben auf und zu machen. Man braucht nicht einmal den Druck, um die Feder zu überwinden, sondern kann halt dauerhaft auf so und zu ist machen. Es, genau. Ja, krass. Und Rohrkrümmer, thermoisoliert und schon ein deutlich größerer Turbolader gegenüber dem Serienlader. Okay, ja krass, aber da hat man ja wirklich eigentlich einen richtigen Tuning-Motor in diesen GT2s drin, ne? So ist es, ja. Krass. Mit Gerito. Die andere Brücke, habt ihr da eine eigene oder wird das Audi einfach weggefräst in dem Fall? Dann, weil hier ist normalerweise hier was mit Audi drauf, oder? Wie? Genau, da ist normalerweise Audi drauf und ich glaube, das ist eine eigene. Okay. Also ich sehe auf jeden Fall hier einen Spacer zwischen. Also es ist definitiv was dran, genau. Was dran verändert. Ne? Auch die Drosselklappe hier ist auch nochmal so ein Spacer zwischen und so. Ne? Das wird eben von unserem Motorentuner gemacht. Dadurch, der kauft nämlich auch die meisten Teile, die du aufbaut, dann kauft er selbst zu. Ja. Und er liefert uns dann im Endeffekt den ganzen Motor. Wir bringen ihm den Rumpfmotor. Dem liefern wir zu ihm und er baut das Ganze dann um bei ihm. Krass finde ich auch, guck mal hier diese Platte zwischen. Ja, da kommt so eine geile Abdeckung drüber. Genau, hier irgendwo, ja. Die so den ganzen Motor spritzwassermäßig und so schützt. Das Getriebe ist halt optisch der Wahnsinn, ne? So, genau, jetzt kommen wir, was halt auch krass ist hier, sind wir wieder beim Thema Kabelbaum. Das ist halt auch definitiv mit Rennsportsteckern volles Programm nach Milsbeck. Hier war definitiv auch irgendwas drauf, was zugemacht wurde. Da kenne ich mich jetzt mit den DASA-Motoren allerdings nicht genug aus. Sieht so ein bisschen aus wie Kohlenhäuser in Lüftung oder so. Ja, nee, die sind 6 Stück. 5 Stück.
Ach so, meinst du das ja? Aber im Kopf, das weiß ich nicht, da bin ich DASA-mäßig nicht. Wobei es genau auf Kerzenhöhe immer wieder. Könnte auch sein, dass der hier auch irgendwie so Abgasrückführung oder so. Ja, kein Plan, wird schon einer von euch wissen, was beim DASA hier normalerweise drunter ist. Okay, und hier haben wir jetzt das Renngetriebe von Hohlinger. Genau. Krass. Das, was du dachtest, was so groß aussieht, sieht es an anderer Stelle aber auch wieder flach aus, ne? Ja, ja, krass. Also das ist natürlich riesig, aber dafür ist es hier umso schmaler, ne? Ist das ein 5-Gang oder 6-Gang oder was ist das für ein... 6-Gang, denke ich mal. 6-Gang. 6-Gang, ja. Aber so kenne ich auch noch nicht, dass das als E-Shift. Normalerweise ist das immer entweder mechanisch nur Hebel ziehen oder halt mit Druckluft. Und hier ist es tatsächlich elektrisch. Das ist dann schon krass. Muss auch ein ganz guter Stecker rangehen, ne? Ja. Das heißt, das Ding muss so viel Bums haben, dass es tatsächlich die Gänge da drin rein und raus zieht. Mhm. Und dieser ganze vordere Teil, der ist halt definitiv auch ein bisschen umgebaut, ne? Ja. Ich sehe hier auf jeden Fall extra Sensoren, Schnellkupplung für Sprit. Das ist auch, glaube ich, von der FIA vorgeschrieben für diese, genau, für diese Spritabnahme. Eine immer. Genau. Ja. Aber die GTX und die GT2 laufen schon noch mit dem originalen Motorsteuergerät, wie es von Audi auch kommt. Da ist jetzt nicht ein komplett anderes Motorsteuergerät drauf. Doch, Motec. Ah, ist eine Motec drauf? Motec, genau. Ah, okay, ja, jetzt dann, hier oben ist auch, dann macht das Ganze ja natürlich noch mehr Klick. Das ist das hier. Ja, das... Okay, krass. Ja. Ja, so nach und nach kommen wir halt in die ganzen Geheimnisse rein. Okay, wenn natürlich eine Motec drin ist, dann setzt sich aber jetzt auch irgendwann mit der Zeit so der Preis zurecht für dieses Auto. So ist es, Auto, so, ne? Ist es, genau. Das summiert sich dann halt so. Und weil wir reden hier eigentlich schon von einem komplett gemachten Motor. Ja. Weißt du, wenn der andere Kolben, Ploy, wer weiß, mit Nockenwellen und so weiter. Und halt auch 620 PS ist natürlich für so einen Fünfzylinder auch schon nicht wenig, ne? Und dann allein das Getriebe. Ich denke mal, so ein Getriebe wird ja alleine schon, wenn man es einzeln kauft, weiß ich nicht, 20.000, 25.000 Euro bei Hohlinger wahrscheinlich in dem Dreh kosten, ne? Wahnsinn. So. So, was hast du noch erst später hinten? Mich interessiert, was sie hier machen. Das wird Drehzahl sein vom Dobel. Da so und dann hinten ans Verdichterrad. Ans Verdichterrad. Ja, okay. Da geht man von hinten ans Verdichterrad. So, weil Ölzulauf haben wir da. Zulauf, Rücklauf ist da. Ja, aber interessant ist nicht wassergekühlt. Das finde ich schon mal krass, dass das auf der Rennstrecke so funktioniert, ohne dass halt Wasser durchgeht. Und das hier wird garantiert nur ein Hitzeschutz für den Schlauch sein, aber ist halt wieder die professionelle Version von einem Hitzeschutz für den Schlauch, ja, das ist also für ein Kabel. Und das wird hier bestimmt in den Kabelbaum gehen, ne? Genau, hier. Na hier, Abgastemperatur kommt wahrscheinlich noch, ne? Ja. Okay, ja, das ist natürlich hier schon so mit der Regelung und so, ja, alles schon. Ja. Das ist schon richtig, richtig Motorsport. Okay. Aber ich sperre das ja. Ja. Interessant wäre mal, gab es das von Hohlinger schon oder haben die das gebaut extra für euch? Nein, das gab es so schon. Das gab es schon, okay. Genau. Weil ja die Glocke muss jetzt ja zum 15er passen und ich überlege, wer sonst solche Glocken wahrscheinlich anbaut. Ne? Oh, krass. Okay. Genau. So, da ist dann eigentlich der Heckrahmen. Wird da montiert, dann kommt der Motor rein und dann ist, wenn es eigentlich ja heißt, die Hochzeit, ja, ist bei uns jetzt ja so gesehen nicht wirklich Hochzeit. Ja. Ja. Genau, und dann... Hallo. Hallo. Ja, und hier sieht man jetzt mal auch das, was wir vorhin hatten, wie viel... Genau, jetzt siehst du das Ganze da hinten noch, so ist es. Ah, da ist auch es die Anschraubpunkte, von denen wir geredet haben, siehst du da herum wahrscheinlich besser, vom Heckrahmen. Und hier sehen wir jetzt auch, spätestens hier, wir hätten das Motor eh erspielt. So ist es, ja, genau. Nur fürs Getriebe das Steuergerät oder was ist das rote noch? Das für Getriebe sein, genau. Ja. Ah, okay, und jetzt sehen wir auch hier, das ist also normaler GTX. Das ist ein GTX, genau, so ist es. So, weil hier ist dann noch Serientorolader drauf und alles auch nicht. Aber selbst der läuft schon auf der Motec. Genau. Löschanlage haben die immer? Ja. Oder auch Aufpreis? Ja. Immer, okay. Die hintere Radaufhängung ist ähnlich, ne? Also sie ist schon ein bisschen anders. Aber vom Grundprinzip her ist es schon... So ist es. Vom Grundprinzip ist es gleich, aber es gibt natürlich ein paar Änderungen sind dabei. Ja. Ja, wenn man so vorsteht, ist es halt schon so ein Rennauto, richtig? Das Formel-Technik, ne? Ist schon ja krass. Ja, und jetzt sehe ich auch das erste Mal, wie das mit dem Ladeluftkühler funktioniert.
Ich auch gleich, komm kurz rüber. So, der ist hier komplett. Er steht hier so schräg drin. Krass. Hey Marius, das ist mal Ladeluftkühler. Das ist krass. Er steht hier drin. Ansaugen. Kühler. Hebeanlage. Ja. Mega. Auch interessant, elektrisches Pop-Off, ne? Aber offen. Okay, jetzt sehe ich das. Das ist dann bei dem Modell mit elektrischem Lenkgetriebe, also mit elektrischer Servo-Unterstützung. Genau, so ist das es, ja. Dieses, genau. Liegt das daran, dass die Kunden dann irgendwann mit Slicks und so weiter, haben die gesagt, wir brauchen jetzt ein bisschen Unterstützung? So ist es erstens das, aber es gibt auch sehr viele, die fahren hin und wieder ohne, ohne Unterstützung. Aber genau, und vor allem vom Gewicht her. Ja. Gewicht war auch der, und wie wir vorher schon gesagt haben, die Breite der Reifen macht das Ganze halt nicht leichter zum Lenken. Also die vordere Achse ist auf jeden Fall, ah hier, guck mal, das ist auch sympathisch, ANR-Federn drin. Die vordere Achse ist ein bisschen anders aufgebaut. Also bei dem alten Fahrzeug ist der Pushrod unten dran fest. Genau so ist es, ja. Krass. Vor allem, es ist halt wirklich komplett bei dem Auto alles Uniball. Ne? Mhm. Man hat ja wirklich gar keine Gummibuchsen mehr. Es ist wirklich jedes Lager komplett Uniball. Ja, hier vorne sehen wir das ABS auch drin. Hier auch nochmal so komplettes Gefräß ist. Erinnert mich so ein bisschen an bei VW Motorsport früher diese Formel 3 Autos. Ja, ja. Ja, stimmt. So eigentlich ist es halt ein gänzlicher Rennwagen. Ne? Schon echt krass. Okay, cool. Das heißt, ein Auto ungefähr eine Woche. Ungefähr, genau so ist es ja. Dann eben so ist es, schaut er dann aus, wenn er von der Linie wegkommt, wird immer um die Runde. Ah, das ist doch hier sympathischer Ausdruck. Die Wörthersee Edition ist das. Davon gibt es aber jetzt mittlerweile auch schon eine neuere Version. Die war da hinten bei dem X20 aufgebaut. Und die ist, die auf den meisten Rennstrecken wird das sogar so gefahren, ne? Genau, so ist damit, es ja. Selbst damit gar nicht zu laut. Das heißt, N-Top fällt komplett weg, einfach nur Rohr dran fällt. So ist es. Eine eigene Tankstelle, das ist einfach mal hier. Genau, und so kommt er dann immer von der Produktion daher. Das ist jetzt wieder GT2-Modell. Jetzt sieht man mal, wie lang dieses Auto in Summe am Ende ist. Weil, guck mal, Motor, da ist Platz und hier hinter ist ja auch noch übel viel Platz. Ne? Der andere hört ja hier auf. Ja, sympathischer Auspuff, muss ich auf jeden Fall sagen. Weil das ist ja wirklich nur Cut. Akrapovic, genau. Wahnsinn. Und da ist auch nichts drin. Aber das ist leer. Hebeanlage. Büro. Ist aber noch fast hier Platz für den Kofferraum. Schon immer hier mit Wickelschiller und so, ne? Ja. Hier das Isolierte. Genau, auch nochmal den Ansaugbogen hier extra nochmal isoliert zum Krümmer hin. Das ist schon. Ja, ich sehe auch jetzt aktuell nichts, was man hätte irgendwie, wo man sagen würde, das und das hätten wir besser gebaut, so ungefähr. Ne? Das ist schon so tuningmäßig so gebaut, wie es halt wirklich. Und ist auch nichts dran, was man nicht braucht. Ne? Also nee, ist wirklich jedes Kabel, jeder Schlauch hat irgendeine Funktion.
geil sind auf jeden Fall auch die ganzen Displays, sowohl in der Mitte als auch am Lenkrad. Kann man sich die frei konfigurieren oder sind die fest vorgegeben, wie die aussehen? Ja, die sind alle fest, aber man kann das verstellen da. Ah, okay. Okay, und man kann ja wirklich fast alles so sehen, ja? Hier so mit Bremsdruck. Genau. Sogar vorne, hinten den Bremsdruck. Sogar mit Laptimer und allen, alles drin, ne? Sympathisch ist auf jeden Fall, du kannst Zündung an ausmachen, das heißt, du kannst ihn selber Öldruck aufbauen lassen. Du machst dann Zündung an und kannst dann anschmeißen. Also wir haben eben gerade erstmal einmal Öldruck aufgebaut, dass Öldruck voll da ist und dann reißt ihn an. Witziges Geräusch. Vom Anmachen dachte ich vom ersten Moment her, klingt wie so ein Motorradmotor. Ja, das stimmt. Klingt das so ein bisschen wie ein Motorradmotor. Aber okay, das Ding wird natürlich unter Last schon richtig laut sein. Ne? So, dafür, dass das ja jetzt hier gerade noch Leerlauf ist, wird da natürlich unter Last richtig was los sein. Ja, vielen Dank fürs Anmachen. Danke. Auch wie riesig so diese Kühler dann doch so und so sind. Ne? Das sieht man von außen immer gar nicht. Aber klar, wenn man die Räder halt nach hinten macht, dann gewinnt man diese Fläche einfach. Das ist natürlich auch geil hier, ne? Hast du mal die Bremsbelüftung angeguckt vorne? Ja. Komplett zugemacht und auch gleich mit Belüftung. Hier unten sitzt das ABS, was du nimmst. Ja. Auch Aludämpfer. Also ist schon wirklich, muss man echt sagen, nur das dran, was auch angehört. Wahnsinn! Geil! Kompletter Funktionstest. Genau so ist es. Dann kommt er raus und wird die restlichen Teile werden dann noch anbauen. Ja. Ja. Oh, dann sieht er so aus. Genau. Ja, also das Auto ist schon unfassbar geil auf jeden Fall optisch. Ja. Das muss man einfach so sagen. Auch gerade so diese Partie ist schon wirklich. So, und hier, ja, jetzt sieht man auch erstmal, wie viel Platz dann doch eigentlich noch so ist. Wie ist der Kollege da eben reingekommen? So. Ich wollte gerade fragen, ob ich mich mal reinsetzen darf, aber ich glaube, das wird gar nichts. Genau. Bei dem anderen war der Sitz noch nicht drin. Genau so ist es, ja. Okay, der Sitz war drüben noch nicht drin, aber ihr könnt es uns gerne probieren, da einsteigen. Ich würde es gleich mal tun, ja. Was auch cool zu sehen ist, die hinteren Antriebswellen sind auch außen geschraubt. Also außen ist auch eine Radnabe und die Wellen sind quasi innen und außen mit dem inneren Gelenk geschraubt. So wie es beim Audi hat. Ja, genau. Das ist schon alles heavy duty. Okay, und das ist auch hier, das ist jetzt kein GT2, sondern nur der normale GTX. Genau so ist es, ja. Da ist dann die Auspuffanlage ein bisschen humaner. Wenn möglich ohne Cut. Genau, aber ich glaube, das ist auch wenn möglich ohne Cut-Version, ja. Ne? Die Bestellung haben wir sehr oft. Das heißt, das ist hier. Gibt es auf Rennstrecken irgendwelche Vorgaben, dass man Cut drin hat, oder ist da theoretisch egal? In gewissen Rennserien ja. Und ja, also manchmal ist die Vorgabe, muss mit Cut sein, ja. Meistens ist ohne. Okay. Selbst der Tankdeckel ist gefräst. Ne? Ja, also hier wollten sie es echt wissen. Alles gefräst, alles kaputt. Bis in die letzte Ecke. Außer die Radhausabdeckung von innen und so. Ne? Interessant finde ich auf jeden Fall, dass das mit dem Wasserkühler so funktioniert. Weil man sagt ja immer, all die ganze Luft, die rein muss, muss auch wieder raus. So, und die hier zieht ja wirklich die Luft. Also das muss ja wirklich vom Unterboden und allem so sein, dass wirklich die Luft einmal durchs ganze Auto durchzieht. Ja, so ist es, genau. Aber ich würde heulen, wenn ich damit einmal in den Regen kommen würde. Ja, ja. Das, wenn du da in den Regen mitkommst, ist halt dreckig. Ne? So, da haben wir die Löschanlage, Batterie. Krass finde ich, wir haben Kameras und dann links und rechts einen Bildschirm für. Genau, das sieht man hier. Ne? Sieht man am Canopy. Ja. Das sind die Spiegel dann. Und für GT2 gibt es auch noch mit Außenspiegel. Ja, okay. Ah, Wahnsinn. Okay, verstehe. Das heißt, hier sind tatsächlich. Genau, da sind die Kameras drin für die Seitenspiegel. Hier sind Kameras drin und hier sind dann die Displays drin. Total. Das Auto, so wie es hier steht, wiegt jetzt 1050 Kilo ungefähr? Genau so ist es, ja. Das ist jetzt die GTX-Variante mit 1050. Ist eigentlich dann doch nicht viel. Ne? Nee, aber wenn ich mir überlege, ich habe aus meinem alles rausgerissen, was man irgendwie rausreißen kann. Da steckt nicht ansatzweise so viel Technik drin. Der wiegt schon 800. Genau. Das heißt 250 Kilo mehr für. Ja, vor allem wenn schon 160 Monocoque wiegt. Ja, und alleine auch der, weißt du, was einfach an mehr Material da ist. Weißt du, wenn du es hier durchschneiden würdest und verlängern würdest? Und auch so dieses alles. Das ist schon wirklich alles. Aber wenn du das Ding auf der Rennstrecke irgendwo einsteckst, ne? Boah. So. Da ist ja wirklich, das ist ja alles kaputt vorne. Ich würde sagen, mega geil, haben wir alles gesehen soweit? Soweit. Vielen Dank. Durch, ja. Genau. Vielen Dank fürs Rumführen. Wir konnten euch mal gerne so ein bisschen unseren Spirit KTM beibringen.
weil das ist schon wirklich, man kann schon wirklich sagen, eine Manufaktur. Hier. So ist es, genau. Definitiv. Ja. Und ich würde sagen, ihr kriegt jetzt zum Abschluss noch ein kleines Pöttchen, vielleicht so ein bisschen. Kriegen wir hin. Bisschen. Ja, ein kleines bisschen. Und am liebsten würde ich natürlich so ein Ding mal fahren. Geht natürlich hier jetzt auf Parkplatz schwierig. Leider ja. Aber vielleicht irgendwann mal auf der Rennstrecke, oder? Können wir sicher was machen. Was da so sicher. Und dann wird es richtig gefährlich. Nein, war sehr, sehr, sehr interessant, wirklich das mal zu sehen. Vielen, vielen Dank. Im Namen aller. Und ich würde sagen, danke auch euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.